So, und damit Hallöchen und herzlich willkommen, sorry, zum mittlerweile 10. Part von Let's Play The Simpsons Hit and Run. Wir sind jetzt hier beim Level von Apur, beim 5. Level, bei der, glaube ich, schon relativ bei einer späten, ich denke mal schon die 6. glaube ich. Oder 5., 6. oder 5. müsste es sein, auf jeden Fall schon relativ am Ende von Level 5, was schon mal ganz gut ist. Und wir müssen jetzt erstmal ein kleines Schweinchen finden. Deshalb folgen wir der Polizei und suchen einen Verbrecher. Namentlich Snake. Auch einer der besten Verbrecher. Es gibt ja mehrere bei den Simpsons, aber er ist schon ziemlich einer der coolsten. Also versuchen wir es nochmal. Aber erstmal müssen wir eine kleine Ich sollte mich Donutspur als ich das letzte Mal aufsammeln. Laden verlassen habe, haben wir damit wir erstmal wissen, wo Chief Wiggum überhaupt ist. Gott, wie krass ist, wenn so viele Leute auf der Straße sind. Ja, wozu gibt es einen Fußgängerweg? Ah, hat mir ein bisschen Zeit gekostet. Aber ich weiß die Strecke noch ganz, ganz gut. Hier habe ich Glück. Gut. Da muss man auch ein bisschen Glück haben, dass man hier gut reinkommt. Hier muss ich ein bisschen durchschlängeln, was ein bisschen Zeit kostet. Aber wenn man. Ich habe einen überfahren. Also eben nicht überfahren. Übersehen. Umdrehen ist zeitlich gesehen sehr ungünstig. So. Nee. Hat auch ein bisschen zu viel Zeit gekostet. Ich will es nicht perfekt haben, aber bei den Sachen weiß ich, wenn ich da umdrehen muss, verliere ich so viel Zeit. Bleibt der noch stehen und guckt mich an? Wie ein Auto. Okay, ich bin ja quasi ein Auto. Aber trotzdem. Zur Seite mit den Geringverdienern. Ja, hier schon ein bisschen eher reinbremsen, als ich hier fast gerade rauskomme. Ah, hat Zeit gekostet. Ah, mal gucken. Ist es noch nicht so schlimm? Das ist eine schlimme Stelle. Ich muss mich beeilen, sonst wird meine Verlobte mich bestrafen. Oh nein! Oh, geschafft. Das war aber wirklich auf die Sekunde, genau. Und einfach nur Wiggum folgen. Was sich auch leichter anhört, als es ist. Denn ja, der fährt schon verdammt schnell. Als Polizist ist eigentlich klar. Muss ja flott sein. Die Musik ist so schön. Nein. Das war wieder die Stelle. Bei der Stelle haut es nicht mehr raus. So, nochmal die Donuts einsammeln. Ich musste eher reinbremsen. Dann die rechte Spur nehmen. Bei linken ist es auch immer ein bisschen zu eng, wenn ein LKW reinkommt. Ah, das ist wieder so ein schlechter Start. So, hier ein bisschen vorbeischlängeln. Wieder eine übersehen. Geil. Nochmal neu starten. Gott, das muss so präzise gehen. Das muss. Ist das eine kleine Abkürzung so gesehen? Nee, weil man einen Baum reinrennt und da komplett feststeckt. Hoffentlich wird mein Laden nicht mehr als viermal ausgeraubt, während ich hier herumfahre. Wie der immer genau dasteht. Ist das die Möglichkeit? Ah, ich sollte nicht so viel ausbremsen. Also der Indian Taxi Driver gefühlt. Oh,
zeitlich. Gar nicht so schlecht. Hat auch die nervige Stelle. Oh, super genommen. Oha. Oha. Ah, super. So, Chiffigan. Beim ersten Kreisel passt alles. Nach dem zweiten Kreisel. Da ist er wieder. Okay, der ist da, der ist da, der ist da. Wo ist er denn? Nein. Shiva lächelt über so ein Benehmen. Wir sehen. Ah. Oh, eine Der rennt so schnell weg. Als ich das letzte Mal meinen Laden verlassen habe, haben Rowdys Pornografie in die Hochzeitsmagazine gepackt. Hoffentlich habe ich in meiner Hose Platz dafür. Na, kann man auch vergessen. Ich muss zugeben, der Geruch von Nächster Versuch. Ist wesentlich angenehmer als der Gestank des Hotdog-Grills. Steht er wieder da, exakt so. Nie zuvor hab ich eine... Wieso gucke ich und fahre ein bisschen zur Seite? Nochmal. Hoffentlich wird mein Laden nicht mehr als viermal ausgeraubt, während ich hier herumfahre. Steht der wieder da? Ja. So hat es blöd ausgebremst. Aber es geht noch. Der war nur angefahren, nicht umgefahren, nur angefahren. Das Geschlängel. Das ist zu viel Zeit. Aber es geht noch, es könnte noch gehen. Nein, verdammt. Nochmal. Boah, wie knapp das sein muss. Ich sollte mich lieber beeilen. Als ich das letzte Mal meinen Laden verlassen habe, haben Rowdys Pornografie in die Hochzeitsmagazine gepackt. So, hier gut reinbremsen, ja. Nein! Wieder einen überversehen. Boah, da werde ich gefühlt eine halbe Stunde dranhängen. Der Geruch von frischer Luft ist wesentlich angenehm. Wo ist eigentlich so einfach aus, so? Genau, aus der Bahn, blöder Fußgänger, da hat er schon recht. Ich würde es nicht zusagen, aber recht hat er. Perfekt, da steht keiner. Kann man gut reinkurven. Ja, so jetzt nach vorne. Und gleich hinterher. Immer relativ in der Nähe bleiben. Wilhelm brennt. Was ist, wenn er explodiert? Das war jetzt ein bisschen wild. Erst mit den Rammen. Was ist mit ihm?
Erwäge ihm alles, klar? Ja. Oh. Der gibt ja so viel Gas. So, der fährt jetzt rechts, genau. Jetzt nirgendwo ran, Donner. Im besten Fall. Das macht er selbst auch. Dezent. Was hat das jetzt? Nein. Ah. Ah. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Geh weg, geh weg. Gott, wo fährt denn der nach Downtown? Der fährt dreimal nach Downtown. Ja, Mission erfüllt. Der beste Fahrer im ganzen Land. Ah, die Mission wieder nervig. Leck mich doch am Zückerli. Muss mal kurz gucken. Das war jetzt die vierte Mission. Jetzt trau keiner Schlange. Übrigens, wir machen die Mission aus dem Weltlauf von Level 4 auch nochmal irgendwann, aber erstmal nicht, die war auch mega nervig. Wäre aber schon ganz cool, wenn wir vielleicht in dieser oder nächsten Part Level 5 abschließen. Wäre ganz cool. Und jetzt trau niemals einer Schlange. Passt jetzt zu Snake. Boah, der Hut sieht so dumm aus. Aber ich muss mich als Amerikaner hier fühlen. So, Snake, was ist los? Her mit der Brieftasche, mein Lieber! Das ist ein Überfall! Was für ein Glück! Ein Verbrecher! Sicherlich kann ein gewalttätiger Schleimbeutel wie du leicht rausfinden, wer die schwarzen Cola-Fahrzeuge fährt. Naja, ich habe Verbindungen zur Führerscheinstelle. Aber das dürfte Sie einiges kosten. Sie müssen den Abfall für meine gemeinnützige Arbeit einsammeln. Abgemacht. Abgemacht. Und jetzt her mit der Brieftasche! Ja, ja, wie auch immer. Trau niemals einer Schlange. Sammeln allen Müll ein, ehe die Zeit abgelaufen ist. Lass keinen Müll liegen. Okay. Ich wird mein Laden nicht mehr als viermal ausgeraubt, während ich hier herumfahre. So. Wo ist der Müll? Das ist ein unheimlicher Ort. Ich rufe meine Mutter an. Da ist Müll. Hier Müll. Da sehen wir ein zu großes Zeitfenster. Was soll ich davon halten? Ich denke mal, das sind mehrere Sachen hintereinander zu tun. Und das wäre vielleicht in einer Minute zu machen. Und nicht in 4 Minuten. 3. High Speed Chase Use Diamond Lane. Ich hab mir den Schädel angehauen. Was macht der? Eine solche Stande auf 4 Rädern erlebt. Wo ist er? Da. Aufgabe füllt. Zusammengerissen die Müll für Snake ein. Steig doch raus. Zu Fuß einsammeln. Ja, geil. Boah, das war sehr knapp gerade. So, ich brauche jetzt gerade nicht. Boah, da ist noch sau viel gegeben. Hätte ich das gewusst. Hier gibt es auch noch ein paar. Ganz besser, wenn man die zu Fuß einsammelt. Das ist auch eine Biene. Hey, da ist der. Der Typ im Quick gemacht, der eingefroren ist. Ah, ich glaube, das Auto doch besser.
Das macht doch keinen Sinn. Auch ein Auto irgendwo her. Mein Bauch behindert mich. Mein Bauch behindert mich. Ach, Kinder, nehmen wir mal den. Ausdauer ganz schön beeinträchtigt. Boah, das wird sich auch sehr schlechtes Auto. Was hast du dir nur dabei gedacht? Das ist nicht gut für meine Versicherung. Und der restlichen 10 dauern noch ein paar drin. Hoffentlich bin ich noch der sportliche Langstreckenläufer wie in meiner Jugend. Ah, hier ist noch ein paar. 32, 23. First try. Fahr zur Zulassungsstelle. Das schaffe ich nicht mehr. Ich habe Schande über meine Familie und meinen Laden gebracht. Gib mir nur eine Minute, um wieder zu Atem zu kommen. Okay. Ich sollte mich lieber beeilen. Als ich das letzte Mal meinen Laden verlassen habe, haben Rowdys Pornografie in die Hochzeitsmagazine gepackt. Ist hier irgendwo ein Telefon? Den ich auch ganz gern mit dem Malibu Stacy Auto fahren. Das fährt sich einfach am allerbesten. Wenn du mich mitnimmst, zahle ich dir $1 Million. Im nächsten Leben. Fünfzelfrauen sind berühmt dafür, von frühester Kindheit an zu fahren. So, wo ist der Müllwagen? Ich werde dich verklagen, verlass dich drauf. Der fährt sich einfach am allerbesten. Los jetzt! Ich glaube, der fährt da lang. Ich muss jetzt warten, bis er alle fallen lässt. Ja, gerade dann ist es besser, wenn ich mit dem Auto mal zu den, nennen Sie mal, Hotspots fahre. Wo es die Teile gibt. Reingelassen, sehr gut. Boah. Das war cool. Komm schon, das nächste. Drop it like it's hot. Gehst du weg. Komm zu Papa, Zufallsobjekt. Jetzt kann man zeitig sehen, ich würde fast vergessen. Rennen und immer. Mein Herz rast. Ich fahr mal von neu an. Das ist doch wieder so ein schlechter Start. Der Geruch von frischer Luft ist wesentlich angenehmer als der Gestank des Hotdog-Grills. Was macht er da? Wild. Ach du meine Güte. Mea culpa, meine Schuld.
Ich dachte mir schon, wo fährt der jetzt hin? Also da ist die KI auch irgendwie komplett durcheinander. Wo der genau hinfahren soll. Nicht, dass er hier noch droppt. Hier ist ein guter Drop, genau. Hier in der Kurve meistens noch. Nummer 4. Jetzt haben wir genau 3 Minuten Zeit. Das ist zeitlich sehr, sehr gut. Da habe ich jetzt nichts zu meckern. Nein! Ah. Okay, da muss man ein bisschen aufpassen bei der Stelle. Quasi halt 2 Doppelsprünge hintereinander. Oder was zum Ende? Vielleicht noch besser. Weil es so eine ungünstige Stelle ist. Also hätten sie vielleicht noch schaffen können, aber. Der wird aber auch so seltsam. Du Knallfrosch. Da hat er schon so ein ganz komisches Gefühl. Ich denke mal, da tut alle 20 Sekunden ungefähr. Pass doch auf, wo du fährst. Oder auch nicht. Wahrscheinlich auch relativ random. Weder zeitlich noch örtlich gesehen. Macht das Ganze Sinn? Wo er seinen Ballast abwirft. Okay, das machen wir dann zum Schluss. Erstmal die anderen Stellen. Da kann man gut mit dem Auto rumfahren. Tempo, habe ich in meiner Hose Platz dafür. Da wird mein Karma gleich viel glücklicher. So. Wo ist das Auto? Da. Perfekt gepackt. Du Dummkopf. Jetzt sind noch eine Stelle, oder? Ah ne, da ist noch was. Alles für Lisa. Ich muss mich beeilen, sonst wird meine Verlobte mich bestrafen. So, und jetzt noch diese Stelle. So, die 4 noch. Dann noch knapp eine Minute. Um zurückzufahren. Jetzt konzentrieren. Nein! Okay, jetzt war schon der Sprungknopf.
nicht den falschen Knopf drücken. Das sind zwei blöde Doppelsprünge hintereinander. Das ist das Blöde. Und die kommen so schnell hintereinander. Nein! Ja, die Kamera dreht sich auch so selten blöd. So ein perfekter Start. Aber ne, nochmal alles von vorne. Als ich das letzte Mal meinen Laden verlassen habe, haben Rowdys Pornografie in die Hochzeitsmagazine gepackt. Ich bin eine hundsgemeine Curry-Kampfmaschine. Vorsicht! Komm sofort wieder her! Oha, schieben den, schieben den. Jetzt geht die Post ab. Schieben den, schieben den. Meine lieben Jungs. Ich habe von denen seit Jahrzehnten gefühlt nichts mehr geguckt. Fällt mir gerade ein. Okay, und dann der letzte noch. Ich glaube, das ist gerade ein sehr, sehr guter Run. Ich hatte die eine Stelle so perfekt beim ersten Mal. Komm schon. Drop it like it's hot, perfekt. Pferde voller Stärke. Hey, was ist los mit dir? Ich werde dich verklagen. Verlass dich drauf. Dann mal eine andere Tour. Erst einmal die hier. Vorsichtig. Was sind die nächsten? Ja. Natürlich war es nichts. Ich werde den Wert dieser Aktivitäten keinesfalls in Frage stellen. Einfach Lust. So, da waren die. Wie gesagt, die machen wir dann ganz zum Schluss. Und noch den Rest finden. Ah, die waren hier. War klar, dass das auch nichts wird. Ich hoffe, die sind wiederverwendbar. Oh Mann! Das ist nicht gut für meine Versicherung. Du wirst wiedergeboren werden. Bei Vishnu? Wer hat das dahin getan? Das macht doch keinen Sinn. Ha? Ich fliege. So, die vier noch. Dann wieder die vier schweren und dann wieder zurückfahren. Trotz meines Alters bin ich hier diejenige, die fährt. Oh, meine Frisur! Oh nein! Vorsicht, mein Lieber! Das ist Körperverletzung! Das ist Körperverletzung! Ich hoffe, die sind wiederverwendbar. Komm zu Papa, Zufallsobjekt. Den Videonix habe ich wenigstens den Sprung testen. Oh, es wird doch was, das wäre wild. Ich glaube, ich gehe einfach nur. Ja. Der letzte ist irgendwo da hinten gewesen, genau.
Ja, fahr zur Zulassungsstelle in 10 Sekunden. Mein Bauch behindert mich. Hier ist wohl das Ende der Fahnenstelle. Halte nochmal. Ich muss zugeben, der Geruch von frischer Luft. Ah, ich finde, langsam wird's schon. Angenehmer als der Gestank des Hotdog-Grills. Ich bin eine hundsgemeine Curry-Kampfmaschine. Man muss nur die etwas schwierigen Stellen öfters üben. Dann wird's schon. Hey, ich bin noch ein kleines Mädchen. Gehst du weg? Oh, meine Güte. Ich sollte mich in Zukunft vielleicht etwas zurückhalten. So. Verdammt. Da war wieder ein Drop. Also besser, ich bleibe auf der linken, auf der rechten Seite quasi. Aber nicht mal das hilft was. Sogar da fahren wir alle rein. Jetzt easy hier raus. Den letzten Drop einsammeln. So. Gott sei Dank gibt es Sitzgurte. Jetzt wird's wild. Ob ich dafür wohl extra Punkte bekomme? Wieder genau 3 Minuten Zeit. Erstmal das Schwere. Das hat jetzt relativ gut hingehauen. So, ein bisschen Zeit lassen. Ja. So, Plot Twist. Keine Zeit, vielleicht einfach irgendein Auto klauen. Geil, ist das kein Star? Super. Da ist eins. Ist auch erwischt. Acht Kinderzeugen hat meine Ausdauer. Na, nämlich die. 300 Pferde voller Stärke. So, das war jetzt fast eine Glanzleistung. Hui. Oh Mann. Das ist die schlimmste Stadt von Amerika. Du hättest mir nicht vor den Wagen laufen dürfen. Hoffentlich habe ich in meiner Hose Platz dafür. Boah, jetzt wird's richtig gut. Hoffe ich mal. Ich bin überraschend akrobatisch. Hui! Da wird mein Karma gleich viel glücklicher. So, die letzten 4. Na, sammeln ein. Waren auch irgendwo da in der Nähe. Ich muss mich beeilen, sonst wird meine Verlobte mich bestrafen. Oha! Wilde Fahrt. Ja, das waren die hier. Also komm zur Seite. Und jetzt sind wir. Doch, wir sind cool. So, und ab zur Zulassungsstelle. Die bestimmt jetzt mega weit weg ist. Andere Ende der Stadt wahrscheinlich. Wieso fährt der mir jetzt rein? Das schaffe ich zeitlich gar nicht mehr. Anni! Ich komme mir vor wie ein Unberührbarer. Hoffentlich wird mein Laden nicht mehr als 4-mal ausgeraubt, während ich hier herumfahre.
ihr nur dabei gedacht? Das ist nicht gut für meine Versicherung. Da braucht man ja unfassbar viel Zeit. Oder viel Zeit. Auch eine schwere Mission. Kann ich wieder vergessen, weil ich wieder einen übersehen habe. Ich sollte mich lieber beeilen. Als ich das letzte Mal meinen Laden verlassen habe, haben Rowdys Pornografie in die Hochzeitsmagazine gepackt. Nicht zu dicht auffahren. Weil der Drop doch zu schlecht ist. Was ist mit dem? Die fahren ja wie im echten Leben. Wie die Bekloppten. Wird der letzte Drop sein? Na komm schon, lass es fallen. So. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gleich hier hoch. Nein! Wieso muss ich noch laufen? Und auf dem Gas? Das wäre vielleicht noch klug, das zu Fuß zu machen. Jetzt ein Autoklown. Mein Bauch behindert mich bei Vishnu. Oder Feuerwehrwagen, geht auch. Was hast oh, cool. Du dir nur dabei gedacht? Passt der aber hier durch? Wer hat das dahin getan? Ja. Das macht doch keinen Sinn. Nein, festgefahren. Ich muss zugeben, der Geruch von frischer Luft ist wesentlich angenehmer als der Gestank des Hotdog-Grills. Nee, das ist Blödsinn. Ist es, das ist eigentlich auch mein Fahrzeug. Solch grauenhaften Leistung kann ich nicht weiter zusehen. Ich glaube, ich überspringe jetzt einfach. Das ist jetzt auch ein bisschen zu nervig, die Mission. Ich überspringe sie mal. Und die wiederholen wir auch noch. Ich denke, es wird jetzt immer mehr solche Missionen geben. Überspringen. Sprich mit Snake. Ich fühle mich gerade irgendwie wie so ein Loser, aber. Gib mir nur eine Minute, um wieder zu Atem zu kommen. Wir holen alles noch. Sir, die Akte ist leer. Mich ausplündern ist eine Sache, aber ich hätte nie erwartet, dass du mich belügst. Nur die Ruhe, mein Alter. Ich habe die Information, die du brauchst. Trotzdem musst du mir noch etwas mehr helfen bei meiner gemeinnützigen Arbeit. Ich sollte diesem schwachsinnigen Dummkopf nicht trauen. Aber na schön. Quick Cash. Klingt wie ein Dreiteiler. Hilf Snake bei seinem Sozialdienst. Zerstör den Panzerwagen und geht Schiffigem aus dem Weg. Hoffentlich wird mein Laden nicht mehr als vier. Ah, ich hab mal ein gutes Auto. Während ich hier herumfahre. Boah, wird sich mega gut. Jetzt zum Google-Komplex. Oder fährt sich ein bisschen zu gut.
Oha. Das sind mal Sprüche. Na, 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 na. Komme ich da überhaupt noch hinzeitig? Boah, ich sehe auch gar nichts. Da sind wir am Bestimmungsort. Schüttle bevor ich ab, okay. Wenn ich mal was sehen würde. Ich sehe nichts. Ja, eine sinnlose Zerstörungsaktion. Was hast du dir nur dabei gedacht? Ich werde dich mal ordentlich aufmischen. Die frische Luft macht einen ja ganz heil. Hiermit schwöre ich dir Rache. Oh. Neu starten. Ich sollte mich lieber beeilen. Als ich das letzte Mal meinen Laden verlassen habe, haben Raudis Pornografie in die Hochzeitsmagazine gepackt. Nie zuvor habe ich eine solche Schande auf vier Rädern erlebt. Wir bleiben mal lieber rechts. Dann weichen ab und zu mal links aus. Also wir ziehen von komplett rechts nach komplett links. Hoffe jetzt aber eher nicht. Aber der Wagen ist ein bisschen zu schnell für mich. So geil wie ein belgischer Riesenrammler. Okay, das war easy. Ab zum Googleplex. Das schön im Panzerwagen. Okay, jetzt kein Zeitlimit, das ist schon mal sehr gut. Das war schon mal ein erster guter Bums. Echt teilweise eine sauschwere Mission. Ich muss zugeben, der Geruch von frischem jetzt in letzter Zeit ist wesentlich angenehmer als der Gestank des Hotdog-Grills. Ja, das ist besser, wenn man einfach möglichst keinen reinfährt. Schon ist es passiert. Das mit Schiffigum ist ja relativ easy, einfach nur richtig schnell Gas geben. War am besten diesen hier. Seitdem müsste es ja vollkommen fit gehen, dahin zu fahren. Und da richtig Gas geben. Also sowas passiert. Ich sollte mich in Zukunft vielleicht etwas zurückhalten. Hoffentlich wird mein Laden nicht mehr als viermal ausgeraubt, während ich hier herumfahre. Zieh rüber, du Pistensau! Ja, eine sinnlose Zerstörungsaktion! Das war eine coole Kurve. Schlafmützen.
kann man wieder vergessen, ich bin überall reingefahren. Und ich bin so langsam und da ist Chief Wiggum. Keine gute Kombination. Beste Kurbel meines. Sehr gut, die Kurve gerade. Ich muss zugeben, der Geruch von frischer Luft ist wesentlich angenehmer als der Gestank des Hotdog-Grills. Puh. Da, da, na, 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 na. Okay, bis hier geht's. Und jetzt mit viel Gas hier vorbei. Das war jetzt nicht so intelligent. Aufgabe erfüllt. Ab zu Googleplex. Wo sitzt der nochmal? Gerade aus. Da. Also noch den zerstören. Wenn's gut klappt. Ich plädiere auf Unzurechnungsfähigkeit. Mir dampft schon wieder alles. Ist ja kein Zeitlimit da, aber das macht es nicht leichter. Zerstört man den am besten? Wir gucken mal, wo hier ein paar Werte hin. Es wird der da rein, hast du hier. Er wäre schon ein bisschen taktisch klüger, wenn ich jetzt ein paar Schraubenschlüssel zusammensuche. Um mich zu heilen, aber bringt das jetzt was? Ich hab Angst, wenn ich jetzt richtig reinfahre, dass ich explodiere. Ah, nee. Wenn ich jetzt in das Auto einstecke, geht das auch. Ah. Ich muss das gleiche Fahrzeug zurück. Mann. Hoffentlich wird mein Laden nicht mehr als viermal ausgeraubt, während ich hier herumfahre. Bei Vishnu. Boah, das ist schon sau schwierig. Willst du es nirgendwo andotzen?
Ausfahrt, sehr gut. Da Gas geben. Das war jetzt sehr gut. Schnell, bevor ich wieder zahlen muss. Boah, muss ich auch überspringen. Ich sollte mich lieber beeilen. Als ich das letzte Mal meinen Laden verlassen habe, haben Raudis Pornografie in die Hochzeitsmagazine gepackt. Ich will nicht überspringen. Das ist schon das dritte Mal. Bin nicht so schlecht. Das gibt's doch nicht. Sanft rüber. Was macht denn der? Das war jetzt nicht so gut. Aber mal schauen. Also besser, wenn man hier rechts. So. Googleplex ist gleich hier in der Nähe. Ne, jetzt ist es klüger. Ein paar Mal reparieren. Da ist auch noch einer. Hoffentlich habe ich in meiner Hose Platz dafür. Nie zuvor habe ich eine solche Schande auf vier Rädern erlebt. Das ist auch noch einer. 300 Pferde voller Stärke. Nette Beschleunigung. Denk mal, das reicht erstmal. Was hat das jetzt für ein Move? Dafür wird diese Stadt mag ich jetzt wieder, das ist die gleiche Situation. Ich sehe gar nichts mehr. Nee. Ich überspringe viel. Mann. Wie viel habe ich übersprungen?
Das auch? Habe ich da echt? Habe ich echt nur das vierte Level jetzt übersprungen? Ne, Kurator-Katastrophen kommt jetzt noch, oder? Aber ich. Das sind echt sauschwere Missionen. Ich bin ja nicht so schlecht. Hoffe ich. Das ist ja der Wahnsinn. Wo ist Bart eigentlich? Vor allem passt so viel von der Story mit dem Cutscenes. Kann man bei gar nicht mehr mit. Ich brauche ein richtiges Auto. Für richtige Männer. Malibu Stacy. Ja, ja, schon gut. Miss Hoover hat den Unterricht für heute abgesagt, um ein Nachmittagsschläfchen zu halten. Jetzt geht die Post ab. Jetzt geht was. Wo ist denn Bart? 300 Pferde voller Stärke. Aus der Bahn! Los, Tempo, Tempo! Ich muss mich beeilen. Ah, da ist er. Oder ich muss kotzen. Oh, Mr. Bart, ich habe herausgefunden, dass die böse Cola im Museum von Springfield hergestellt wird. Aber das schließt doch in 5 Minuten. Und mein Wagen hat kein Benzin mehr. Dann tank doch beim Quickie Mart. Bei den Preisen? Niemals. Na gut, dann nehmen wir meinen Wagen. Kurator-Katastrophe. Fahrt zum Museum, bevor der Kurator geht. Okay, mit dem Museum wissen wir jetzt gar nichts, aber die Katze nicht gesehen haben, ist jetzt sehr gut. Von mir aus, ich muss zugeben, der Geruch von frischer Luft ist wesentlich angenehm. Jetzt schaffen wir nächstes Mal diese Mission. Mal etwas Fortschritt. Das ist schon das Auto des Kurators wahrscheinlich. Wow, ist der schnell. Was zum Teufel? Das ist eine Schulzone. Au, mein Kopf! Mein wunderschöner Schädel! Hyperantrieb auf Lichtgeschwindigkeit! Hey, komm zurück, hier werde ich es zeigen! Nicht gut für meine Versicherung. Das ist so cool wie ein Swimmingpool. Ja. Ich muss mich beeilen, sonst wird meine Verlobte mich bestrafen. Das war klar, dass er da reinfährt. Oh nein, bei Wischen. Eieiei. Den erwische ich ja nicht mal. Ja, das war cool. Das geht nur dich und mich was an. Zufallsobjekt. Das geht nur dich und mich was an. Zufallsobjekt. Wo ist er denn? Boah, der war so knapp. Ich war so nah dran. Ah. Okay, nochmal probieren.
war jetzt gar nicht so schlecht. Hoffentlich wird mein Laden nicht mehr als viermal ausgeraubt, während ich hier herumfahre. Oh Mann! Dein Missgeschick ist äußerst unterhaltsam. Was zum Teufel? Er ist ja unfassbar schnell. Noch ein Versuch? Du hast's raus. Ich sollte mich lieber beeilen, als ich das letzte Mal meine Laden verlassen. Ja, falsche Richtung. Geil. Gleich nochmal starten. Bart Simpson stets zu Diensten. Ich muss zugeben, der Geruch von frischer Luft ist wesentlich angenehmer als der Gestank des Hotdog-Grills. Wird Zeit, dass ich richtig Gas gebe, aber Bart Simpson-Style. Dein Missgeschick ist äußerst unterhaltsam. Hey, komm zurück, dir werde ich es zeigen. Was hast du dir nur dabei gedacht? Oha, das war super. Das war jetzt richtig gut. Ich hoffe, das war teuer. Ich sollte mich in Zukunft vielleicht etwas zurückhalten. Da fehlt nicht mehr so viel. Dann ist das Navigationssystem schuld. Wo ist denn da? Oder? Da ist er. Ich sollte das öfter machen. Jetzt muss ich ihn recht erwischen, sonst war es das wieder. Wird Zeit, dass ich richtig Gas gebe, aber Bart Simpson-Style. Shiva lächelt über so ein Benehmen. Hey! Vorsicht! Ich kann nicht fassen, dass ich nicht verletzt bin. Was zum Teufel? Alles klar! Aufgabe erfüllt, fahrt zum Museum. Für das schaffe ich noch. Ich bin eine Hundsgemeine Karte. Das nächste Mal kann ich. Ja, hier gebe ich dir. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen werde, aber ich freue mich richtig aufs Museum. Shiva, H. Vishnu, die Cola tropft von diesem Meteor. Cool, tödliche Cola ganz umsonst. Wir haben es geschafft. Wir haben ein kostbares archäologisches Kunstwerk zerstört.
Was, wir? Ich war derjenige, der gefahren ist. Dann wollen wir mal rausfinden, wer hinter dieser merkwürdigen Cola steckt. Ich weiß, dass es klischeehaft ist, aber ay caramba! Kudos, sieh dir die Weltraumeinschaltquoten für dumme Erdlinge an. Was ist passiert, Kang? Dumme Erdlinge war die Nummer 1 Reality-Show in der Galaxie. Zuschauer im ganzen Universum konnten nicht genug kriegen von diesen Menschen und ihrem Verhalten. Unsere Einschaltquoten sinken in allen Zuschauergruppen. Aber unser Showkonzept war absolut perfekt. Wir filmen diese idiotischen Zweifüßler mit versteckten Kameras und beamen das zu jeder Fernsehstation in der Galaxie. Diese Außerirdischen haben heimlich eine intergalaktische Reality-Show in Springfield gedreht. Ich wusste, dass es für das alles eine einfache Erklärung gibt. Ich werde die böse Cola unter die Wasserversorgung mischen. Die Leute werden wahnsinnig werden. Oh ja. Dann verteilen wir Laserwaffen im Hafentouristengebiet. Oh ja. Die durch Cola wahnsinnigen Menschen werden durchdrehen. Oh ja. Und sich selbst und ihre Stadt vernichten. Und das wiederum bedeutet hervorragende Einschaltquoten für dumme Erdlinge. Wir müssen die Außerirdischen daran hindern, Laserwaffen an kollertrunkene Stadtbewohner zu verteilen. Wieso? Das hört sich doch super an. Das wäre eine Show, die ich mir anschauen würde. Du bist ein ungezogener kleiner Junge. In Ton an. Puh. Ja, zumindest 5 von 7 haben wir geschafft. Also waren 2 nicht ganz gut. Sprich, es sind 3 Missionen noch offen, die wir dann noch wiederholen. Ich gehe mal ganz kurz weiter. Save nochmal das Ganze. Einmal hier beim Obersten. Und hier kommt schon Level 6. Krusty, heute ist der Feier vom Cola am Hafen. Ach, diesmal mit Bart. Okay. Bart ist wieder verfügbar. Sprich, jetzt sind wir bei Level 6, neues von Krusty. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt bei Level 6 weitermachen, machen wir im nächsten Part diese Mission nochmal neu. Die, die ich nämlich abgeschlossen habe. Den ganzen Rest haben wir schon. 1 perfekt, 2 perfekt, 3 perfekt, 4, 1, 5, 2. Und bei den letzten beiden 6 und 7 will ich auch möglichst alles abgeschlossen haben. Vielleicht kannst du ja alles überspringen, aber da sieht man die Cutscenes nicht, wie zum Beispiel die Cutscene wie jetzt gerade, die ein bisschen was von der Story erzählt und wir wollen ja doch ein bisschen was von der Story mitkriegen. Also, beim nächsten Part geht es nicht weiter bei Level 6, sondern wir machen erstmal bei Aus dem Weltall nochmal neu. Dem Level von March. Mit den 3 Lastern. Das nervt mich am meisten, das hat mich ein bisschen abreagiert und beim nächsten Mal versuchen wir das nochmal. Dass wir langsam nicht zu viel am Ende noch zu machen haben. Also gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Und dann versuchen wir wieder ein paar der gescheiterten Missionen noch einmal komplett von neu. Mit besserer Energie. Gut, also dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Simpsons Hit and Run. Bis dann. Ciao.